Yo guys, what's going on? We are about to get into this crazy, crazy diss track, well, multiple diss tracks from San Diego, Gegen Mois. I did this live on my Twitch, and if you guys want to be in the streams, you can follow me on Twitch, or you can go on my YouTube and hit the notification bell, because then you'll be notified when I do my little community post that says I'm going to stream. That way you can join in on the fun and be there when we do it. Otherwise, enjoy, leave a thumbs up, and comment your thoughts, because I know you'll probably have many. I know I do, dude. This is crazy. Enjoy it. I'll see you guys in the next video. Ihre Mutter war dagegen, sie hatte nur Vaters Segen. Die Zukunft war verschwommen, vor den Augen schwarzer Nebel. Heiratet aus Liebe, sucht nur seelischen Frieden. Doch du hast deine Tochter aus der ersten Ehe verschwiegen. Du kranker Mensch, hast deine Lügen fast schon selber geglaubt und hast das Kind geleugnet, sie als kleine Schwester verkauft. Ihr habt der Mutter ihre Tochter aus den Händen gerissen. Sie erpresst mit Gerüchten, ohne schlechtem Gewissen. Okay, so I guess genius here, Stimme von Anis, der Ex-Frau von Mois. Okay. That helps. So, okay. So he's talking directly to the ex-wife. Okay. Interesting. Die Tochter ist Händen gerissen. Was Anis Statements heißt, ist, dass die Familie von Mois der Mutter aus der ersten Ehe das Kind wegnahmen und auch das Vorrecht, wo ich seinen Bruder leugnen, das tat. Oh Gott. Okay, so family dispute. Anis hat sie geliebt, sie hat sie gut behandelt. Mit Herz um sie gekümmert, wie eine Blutsverwandte. Für dich war das selbstverständlich, du hast sie allein gelassen. Wohnung putzen, Essen machen, freundlich lächeln, Kleidung waschen. Für doppelten Haushalt deine Eltern und Brüder. Ließ sie den ganzen Tag bei denen, aber ging selber nicht rüber. Deine Mutter gab ihr zur Familie ihr Kontaktverbot. Ihr Unterdrücker, was habt ihr nicht alles angedroht? Du hast bei... sie in der Schwangerschaft geschlagen. Ui. Bekannten Kontakt zu treten, dabei erwisch. Würde, just show you guys what I'm reading here. Some like explanations. That Mois hit the wife as she was pregnant? Uh-oh. That's never good. Jedem Rapper vor der Kamera geblasen. Parallel hat deine Mom sie in der Schwangerschaft geschlagen. Sie beschimpft, sie bestraft, sie verwundet, sie gebrochen. Ihr das Herz rausgerissen wie die Fussel von den Socken. Sie war schwach, was sie fühlte war kein Liebeskummer. Allem, sie war nicht mehr deine Frau, sondern nur Schwiegermutter Sklavin. Es war als wäre sie lebend in Jehennem gefangen. Sie hat die Welt nicht verstanden, geplagt von Selbstmordgedanken. Da könnt ihr noch in 1000 Statements ihre Worte verdrehen. Doch eure Mutter wollte Anis mit Druck das Sorgerecht nehmen. Sie rannte aus der Wohnung, sah nur noch das Scheinwerferlicht. Der Tod war besser als zurück, wenn man am Leiden zerbricht. Damn, dude. So, okay, so she contemplated suicide apparently. So, I guess they're... So, what's going on here? So, it's like the ex-frau from Mois has been vocal. I don't know if directly talking to Sunny or what, but like... You know, in her statement, okay. Das Mois Mutter, welche sie zuvor bereits des Öfteren erneidrigte Ausspruch auf das Sorgerecht für ihren Kind erheben wollte. Damn, this is a toxic family, huh? Jesus. Der Wagen hat gebremst, es hat sich offenbart. Ihre Zeit war nicht gekommen, das war nicht Gottes Plan. Sie ging nie wieder zurück in dieses Elternhaus Österreich. Ein Mädchen schafft es aus dem Keller raus. Kurz darauf sind sie nach Deutschland gezogen. Abonnenten stiegen, langsam wurde Mois abgehoben. Sie hatte keine Küche und nicht einmal Bodenmatratzen. Du hast sie ganz alleine schwanger in der Wohnung gelassen. Keine Freunde, keine Family, so weit von der Heimat. Sie hat den 20. Geburtstag ganz alleine gefeiert. Keine Krankenversicherung, keine Arztbesuche für ein gesundes Kind.
Kind gebetet, Schmerzen in der Magengrube. So he, damn, so he, like, he basically didn't take care of her, kind of like abandoned her, just looking, left her in the apartment. Okay. Jeez. Damn, man. Mers, Bottrop, Köln, Oberhausen, du konntest dir Balenciaga, aber ihr kein Sofa kaufen. Family Fest, du Heuchler, sie hat Möbel aus Kartons gebastelt. Währenddessen hast du für Fake Friends und Restaurants gehustelt. In der Anfangszeit nicht mal eine Küche besorgt. Sie musste immer wieder betteln für ein bisschen Support. Keine dieser Absteigen war kindgerecht. Doch du stellst dich als Messias da im Internet. Ihr habt mit deinen Brüdern in vier Wänden gelebt. Dein Bach zu fünft im Apartment wie eine Studenten-WG. Ihr habt euch breit gemacht, sie durfte nicht ihr Zimmer verlassen. Höchstens zum Saubermachen, Kochen oder Kinder zu waschen. Du hast... It's crazy, man. Like, you kind of heard, or at least, I suppose this all came out in like recent time, yeah, like years and months. Well, it's kind of like the same stuff Asha was saying back in history, how he's like, I feel like also Son Diego may have said this too on like Apocalyptic at one point, Apocalyptic Endgame, but they were talking about like how he sold his soul, you know, how he destroyed all his relationships, sold his soul for money, and that's kind of like corrupted him. And it's kind of the irony, right? Because he's always like saying like, Inshallah, like God is... you know, dies und das, and kind of does the exact opposite. It's often an ironic conclusion, right, that seems to befall so many of those who talk a lot, right, those who talk so much. Often, you know, it's the actions which are better judge of character. And so, Ashi was saying this shit so many years ago. Fremde Männer in dein Haus gebracht. Sie hat nachts gekocht, ist extra für euch aufgewacht. Als Dankeschön hast du ihr ins Gesicht geschlagen. 3 Uhr nachts und ungeduscht, normal wollt sie nicht mit dir schlafen. Du hast sie gezwungen zu Sex mit häuslicher Gewalt. Hundesohn und selbsternannter Gott in teuflischer Gestalt. Sie hat alles gegeben, doch kein Respekt gekriegt. Das wäre alles nicht passiert, hätt Abo selbst die Hundescheiße weggewischt. Du hältst Leute auf, die deine Family bedrohen. Hinterließ verbrannte Erde, bist nach Belgien geflohen, weil du... Damn, yeah, I'm just looking back, like... Oh man, whatever you think though about this whole situation, man, for all of this to be out, this gossip to be out and just kind of like to the public, really sucks. I mean, it's like I don't have sympathy for Moise, of course, but for her, you know, it's almost like she came out and said it. She probably didn't want to. I just feel bad for the whole family, and then of course the kid who's gonna grow up and hear all this. This kid's only what, like 3 years old now. For all this to be public is crazy. Or I'm just looking at that. Du hast sie gezwungen zum Sex mit häuslicher Gewalt. So she's become, you know, she became like sexually uninterested because of like he's like violence, man. That's so sad. That's crazy. Jeden hintergehst, bringst die Kinder in Gefahr. Lässt Attila einfach da, machst bei Instagram auf Star. Belgien, Braunschweig, Karst, Ratingen. Fehler machen, weglaufen, nie etwas begradigen. Deine Eltern drohen an Nies mit Blut, Drache, Mord. Sagt es selber, dass dein Vater sie am Flughafen stalkt. Deine Feinde, deine Brüder, deine Eltern, deine Taten, deine Lügen, deine Drogen, deine Schläge. 7 Jahre eines Tages, Goldman Tower, Pilze rauben dein Verstand. Fährst nach Hause völlig drunk, dann erhebst du deine Hand. Jeez, dude. So, let's take a look at this here. Deine Eltern drohen Anis mit Blutrache Mord. Deine Feinde, deine Brüder, deine Eltern, deine Taten, deine Lügen, deine Drogen, deine Schläge. 7 Jahre. Eines Tages Goldman Tower, Pilze rauben dein Verstand. Something about Maestro. Und dann erhebst du deine Hand, yeah. So, we got, I mean, from what I gather here, just we have a domestic abuse case. Obviously, a lot of lying. Probably some gaslighting. Almost like emotional torture. Or abuse, I guess, emotional abuse. Coming from inside the Moise household.
Let's take a listen to the end of this. Das sind Beisein der Kinder, sie musste Todesangst haben. Hast ihr die Luft abgeschnürt, Kopf auf den Boden geschlagen. Tränen sind geflossen, Ehemann besoffen und auf Pilze. Sie hat schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Wie vom Hartsatan besessen, wollte es in den Bahn zu stechen. Laute Schreie, die Nachbarn konnten sie gerade retten. Kurz vor Kapitalverbrechen. Verrat mir mal die Atemtechnik, wie soll man im Würgegriff Shahada sprechen? 7 Jahre Folter, ständig Dauer, Stress und Krieg. That's the sound of the police, wenn du in Braunschweig Messer ziehst. Schämst du dich nicht, wenn du ihre blauen Flecken siehst? Der Kanal hätte heißen müssen, How I Slept on Knees. Oh shit, dude. Oh, How I Met Your Mother. Wow. How I Met Anis. Okay, so this was some sort of format. I didn't know that. I stopped following him so long ago. Okay, so he said it should have been How I Slept on Knees. Shit. Yeah, that's a good line. That's a good line. Dude, they have the whole statement here outlined. I'm not going to read through it. Just gonna scan it real quick in a moment. Wow, cause she yelled so hard, someone called the police. Man, that's crazy. Okay. So we have to Zeus the Junkie part 2 coming up. Oh, that's what's going to be in here then? No, we do not. But Sugar Nachbat so nachts a your son home at your son Valla Reto, Hike Auntie Jeans in the sea of tomorrow. Hion Shianan Barna, Sun Family Barna, Tad a workshop at Atsavut, Tad is manipulero, it warmer so meter zum Psyche Kyara. Zunga oje tattoo shu ilamas der schon und zur schadig und chiraitze so chiraitze der schu so hits tattoo wal ga chu schadig dik bal be asbusa bal ga da be asbusa be sa zu da so chochas as tu shilamas der no все равно мы чувствуем что как-то в конце лабиринта что ты нас никогда не оставишь в покое и мы живем. Okay, so this is to his mom. So he's talking about how she's like psychologically manipulating him. She's the unhealthy one, so deflecting to her. Or, I can't draw a conclusion. I mean, it sounds like Mois is completely guilty, but these are messages to. I don't know what I'm looking at here, to be honest. Mois Mota. Ай в твоей жизни, не в нашей. И так нам жить больше не хочется. Так соуали ашук бокал шиен туагвал асоцавита. Yeshien to Awal, Hokdunian der Dawah Yatsatur Michualitan Sotsavita Sakadahum Datson Suatsa Abiers and Batson Hon, Suahuma Yatson, Solashwan Honeg Adam, Sama Obisto den Valit Laya if Pokoy Savitarel, Idela Keto Stop Hatiabus a Simia Hurk Pokoy Yitit, as Pismo Ditan, Hotur Michu Yulitadu, Wallahi Yulitadu. Асоцавити, ах, один единственный раз, So I don't know, like, about you guys, like, having personal experience with people like this, and again, I'm just, like, kind of, like, still on the surface, I'm trying to still understand this situation. Ich hab es, und was geht's? Herzlich willkommen alle, die in der Stream, die Neuzeit. I'm catch up quick to see what's going on. We have some domestic abuse allegations. Police were called. Moises hit his pregnant wife and kind of left her alone. And while she's pregnant, didn't take care of her. And his defense is that she's, you know, I guess in his mind, she's deserved it because she's psychologically manipulating. And what I was about to say is, like, it's so crazy with when you hear about these things. And you see a common pattern with people like this that are constantly in these feuds. And for me personally, at least my
relationship experiences and the people that I have in my life and their relationship experiences, I don't know like how you get into this. I feel like certain people in a weird way enjoy this, or they either they don't think through their actions, or in a twisted way like enjoy drama, you know, like they're like drama hungry and they want this, which I never understand. I've always searched for harmony and peace and calm in like all of my life with my friends and my, you know, my girlfriend and my parents. And I don't know what this is, man, but you see, it's like the way what he's talking about, it's just like you can avoid all this, you can always avoid all this. It's so bizarre to me, man. I mean, I've never experienced like a conflict like this. Jeez, man. He said, I don't need my life. I don't need you. I don't need my kid. I don't need blah, blah, blah. Like, I'm going to show you who I am. If you don't leave me alone, I'm going to show you who I am. That is scary. He's like, you want, should God allow this life to be destroyed? That's fucking scary thing to say, man. He's like, you don't love your son? So is he? Who's he? What? So he's blaming his mom for this. Oh, so he's telling his mom that she's at fault. Does anybody know how recent this is? Oh, wie rührend, Mois. Da kommen einem ja fast die Tränen, wenn man nicht wüsste, dass du ein behinderter Hurensohn bist. Aber ey, gibt dir das Recht, deine Frau halb tot zu schlagen, sie einzusperren jahrelang? Hast du nichts daraus gelernt? What the fuck? 1991 wird ein Hurensohn geboren. Heute bei Groupie House am Schnorren für Loch Luli oder... Alright, here we go. This is good stuff. This is what we've been waiting for. Alright, so I guess Mois himself, maybe he released these voice messages. I don't know. And that's the accusation is like, that it was all theater. It's all fake. It sounded pretty genuine to me, but I don't know, man. Like, hearing him cry like that, it kind of makes me feel sorry for him, even though he's hit his wife, and I don't feel sorry for him. So I guess I would say I'm a bit confused. I mean,
Yeah, everybody, anybody who hits their wife or just hits anyone, especially women, but it just hits anybody. Tendency to be violence. Not good, ever. So, but then to hear that, I don't know. I guess it's kind of the mind games that are going on all sides, but it seems like he's blaming his mom and his family. I don't know, man. I'm still a little bit confused here. But I'm excited to hear this. I want to hear him shred Moise. Der Abkommen, dann der Downfall. Kein Problem, wir können das Ganze nochmal aufrollen. Du hast um mein Label dir gebettelt, weil die Szene dich meidet. Hab deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM-Signing. Du machst nur leere Versprechen, machst dich mit Summen sympathisch. Ich rede nicht von deinem Katzentune, du bist unmusikalisch. Nach jedem Take hast du gesagt, du fickst die Mutter von Tupac. Ein 16-Zeiler hat ein Tag gedauert. Push him, Mikuras, was bist du? Nice, dude. So, he begged to get on the label because the whole scene was avoiding him. Hab deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM Signing. Ah. Okay. Glas oder Inhalt, du hast nur Pisse gelabert, sagst, ich bin du denn if. I remember the song. What was the song? I'll go back here. Keller oder Kochscheller. Oh, so funny that song. Bist du Glas oder Inhalt, du hast nur Pisse gelabert, sagst, ich bin du denn Eva, stammt der aus der Rippe von Adam. Wir waren Feinde von jedem, du warst im Unrecht bei jedem. Wenn ich den nochmal seine, jag mir eine Bullet in den Schädel und es geht ratatatata. Leer das Magazin der AK, was für Bratzer, Brater, es war er, Bratzer, Peter Rasser. Damals im Goldman Tower meditieren auf Angst und Psychose. Von Dämonen besessen, malst die Bilder nackt oben ohne. Danach schenkst du Leuten Fuffis frei mit Anzug und Hose. Doch knallst dir Mushrooms und Schore, plus Wachstumshormone. Geistiger Schaden, irrer Blick, ziemlich. Okay, so he got on some steroids. What is this gold? This is the second time he's mentioned Goldman Tower. So it's a studio of Hatta, welcher ursprünglich als ein kreativer Ort für Musiker gedacht war. Einige Zeit später war auch Moise in diesem unterwegs und der Tower entwickelt sich immer weiter zu einem Drogenzumpf. In dem besonders Moise ständig. Okay, so he apparently would go there. Developed a drug addiction. Meditieren auf Angst und sich. Okay, so ein Ding ist besser. Ja. Yeah. So we got drugs involved now. Okay. Dicker Drip, selbst wenn du 20 Gibbets kiffst, bist du nicht ganz dick. Du Psycho schlägst auf Pilze, deine Family Member schon damals abgestürzt im Tower wie beim 11. September. Pokémon-Karten-Scammer, machst mit Glurak Money Flow. What did you say about 9/11? Magazin der AK, was für Bratzer, Brater, es war er, Bratzer, Peter Rasser. Damals im Goldman Tower meditieren auf Angst und Psychose. Von Dämonen besessen, malst die Bilder nackt oben ohne. Danach schenkst du Leuten Fuffis frei mit Anzug und Hose. Doch knallst dir Mushrooms und Schore, plus Wachstumshormone. Geistiger Schaden, irrer Blick, ziemlich sicker Drip. Selbst wenn du 20 Gibbets kiffst, bist du nicht ganz dick. Du Psycho schlägst auf Pilze, deine Family Member schon damals abgestürzt im Tower wie beim 11. September. Ah, oh, that's a good line. Okay, so yeah, he's here fucked up in the tower. Because he'd go to do drugs. Like 9/11, nice. Pokemon Karten Scammer, mach's mit Lurak Money Flow. Peach auf Mushrooms wie in Super Mario. Peach auf Mushrooms wie in Super Mario. Peach is what, Turkish for like Hurensohn? Oh, Bastard. Okay, that's funny. Gib dir Schläge ans Kinn und du Fähnchen im Wind kannst reden schwingen. Doch du bist faker als dein Nähering. Du nennst Attila Hurensohn bei mir und mich Hurensohn bei Attila. Danach kamst du angeblasen im Studio wie ein Spinner. Hab dich trotzdem rausgeholt, dann kamst du Hund wieder an Cashflow. Aber wann bezahlt der Hackmeister die Schulden vom Maestro? Du sind verteilst Geschenke, Fische, Jeno Spaghetti Break. Arme Fans, dein Mundgeruch ist ätzend wie Pfefferspray. Man hat dich dafür geblamed, dass du gestohlen hast, Neville. Doch meist das Mikrofon zu rippen war ne Wohltat, Neville. Allem du warst niemals Dealer zwischen Ghetto. Nabil, okay, so, Manager in Moise kleinen Studio, na, okay, in den Keller. Würde in den Keller eingebrochen und es würde Equipment im. I remember that when his studio was broken into. I do remember this. Nach langer Auslandszeit mit Sprachen ist der beiden Täter, das ist das. Sinan G handed. So it was his manager in Sinan G. Yeah, so just. Jetzt greift. Das ja nochmal auf ein Lob Nabil davor, dass er durch den Mikrofonraub und Öffentlichkeit vor weiteren schlechten Moise-Songs bewahrt habe. Okay.
Fassaden und wenn du Kugeln verteilt hast, dann in den Shadow-Arkaden. Du Eisverkäufer, bring mir Haselnuss und Stracciatella. Nachbar Nasen, Schnuff im Rattenkeller, macht der Straßenhund auf Mafia-Feller. BBM, Bandenlieder, Akagami, Shanks, ein Wort, 7 Autos, 30 Cousins. Du kannst vor uns fliehen, doch du bist von der Fahrbahn abgedrängt. 3 Kugeln, 8 Jahre in der Prada-Tasche, Plam. Irgendwann kriegst du einen Schlaganfall von Dude, I'm overall, like, musically, dude. That's pretty epic. I do like the sound. I like the song. I like everything about it so far. Just trying to grasp the lyrics here. He's calling them like rats. I still call for pygmy hazelnuss. So deep, dude. I need to watch a documentary on this or something. So much shit that I just didn't follow. Pam, nur Skandale vor der Cam, nur Verarsche an die Fans. 5 Millionen Deal, aber auf der Sparkasse kein Cent. 4 Bro, CEO, der in der Lagerhalle pennt. Spendengeld, Veruntreuung, schwerer Skandal. Dafür wirst du in diesem Leben und im nächsten bezahlen, weil du das PayPal-Money ausgibst für Nonsens und Bader. Dieser Junkie ist kein Ehrenmann, nur Content-Creator. Hunde in Rumänien, Afrika, Türkei, weil du alles machst für Hype. Wieso hast du keinen Beweis, wo die Gelder hingeflossen sind? Nix dokumentiert, 2 LKWs, paar 100 Cash, Hauptsache Promo funktioniert. Ah, ehrenloser Peach, mach nicht auf Helfers Helfer. Kanaken hauen dich auf den Kopf, wie du die Spendengelder. Verteilt am Kölner Dom das Essen, alles Fake-Shit. Dann wird der Schwanz dabei gefilmt, so wie im Drake-Clip. Dein Charakter... Schwanz dabei gefilmt, so wie im Drake-Clip. Fuck does that mean? Verteilt am Kölner Dom das Essen, alles Fake-Shit. Dann wird der Schwanz dabei gefilmt, so wie im Drake-Clip. It's a Drake reference. Okay, so, apparently, mag nicht auf Helfers Helfer. So he's trying to, like, construct this image. Go to Ehrenopfer, spielen Dennis. Denn es ist schwer, sich zu kontrollieren. Da genauso dreckig wie deine Fingernägel. Obdachloser Lukas vor Kamera, nur für Imagepflege im Casino. Mit dem Geld der Erdbeben Opfer spielen. Denn es ist schwer, sich zu kontrollieren. Gottloses Comeback-Video auf Free Palestine nacken. Guck, wie sie dich wieder zum Meme machen. Äußer dich vernünftig und drop facts, kein Shit-Talk. Beleidigst alle Türken im WhatsApp bei Jigsaw. 369 Avenue. Damn. Was hat dich vernünftig... Und drop facts, kein Shit Talk, beleidigt alle Türken in WhatsApp bei Jigsaw, okay. Do you know that? What is this? 369 Avenue? War ja eine mega Idee, bis war kein Eskimo, doch arbeitest mit Schneeballsystem, das ist die Realität. Schneeballsystem? Du arbeitest mit Schneeballsystem, what does that mean? Schneeball? Like a snowball system? Like everything just kind of falls apart in the end? Bleib besser YouTuber, hinter deinem Bitch-Move stehen noch nicht mal deine Blutsbrüder. Willst dein Management, dann bist du Schwanzlutscher am Bellen. Aber wegen dir gab's Razzia im Hamburger Hotel, wo stabile Jungs riskieren, du bist am Scheiße labern. Du warst nie in U-Haft, nur 1 Stunde Polizeigewahrsam. Du warst im Unrecht, doch sie hatten für dich Ballermann dabei. Sogar eine Wohnung gab man dir, du hast nie Dankbarkeit gezeigt. Brückstraße, guck, wie man dich Bastard auf den Asphalt klatscht. Friseur in Dortmund, doch statt Undercut gab's Uppercut. Du hast bei den Leuten Geld für Unterhalt geliehen, sie gebeten, deine Schulden von dem Umsatz abzuhalten. Ziehen. Handy aus, es gibt kein Kiosk und kein Burgerladen. Dafür wird man irgendwann eine Kugel in dein Körper jagen. Prime und dein. Dude, every line seems to have some sort of reference to an event, man. Sonny obviously has done his research. He's definitely been like plotting this for quite some time now. Nice. Nicer Scheiß. Ein Hype vorbei, ohne Fleiß kein Preis. Und ohne Manuelsen kein nicer Scheiß. Du verrätst deine Brüder und bläst für Livestream mit Boo. Gib dir Stiche in dein Rücken wie beim Whitebeard-Tattoo. Halt deine Fresse und hör auf, damit Klicks zu machen, bevor ich deine Mutter,
die dieselbe ist, vor dir finden muss, Bro. Läufst du vor Polizei, vor Mafia, vor Illus oder vor dir selber weg? Du bist auf Mary Jane, auf Abiyat und auf Pilze abgespackt, du Kellerkeck. 369 bedeutet 3 Klatscher, 6 Stiche, 9 Kugeln. Denn du machst Ansagen wie... Mit einem Dreck... Who said that? Did he say that? No way. Sebi Nummer 1. Was geht's? Du Kellerkeck. Nothing is close. Damn, dude. How many lies has Moist come up with, man? I mean, I'm learning all this now. These are some heavy accusations. Mike Buffer, aber du musst wegrennen vor Löwen und dem Wolfsrudel. Freut dich, dass du nicht tot bist, Kaffer! Moist schlägt Anis und gibt Anis die Schuld für Trennung. Moist beleidigt auf TikTok und gibt TikTok die Schuld für Sperrung. Macht rassistischen Shit-Talk, verliert sein Instagram-Account. Die Illuminaten-Hacker, klar, dass jeder Kinderfan das glaubt. Aber ich hab nicht gedacht. Zu viel guckst, zu viel auch Luli im Blut. Das willst du selber Jude sein, dann sind ja Hoodies verflucht. Alleine wenn du blinzelst, ist... The beat is so sick right now, man. The beat is really nice. Schuld für Trennung, Moist beleidigt auf TikTok und gibt TikTok die Schuld für Sperrung. Macht rassistischen Shit-Talk, verliert sein Instagram-Account. Die Illuminaten-Hacker, klar, dass jeder Kinderfan das glaubt. Aber ich hab nicht gedacht. Zu viel guckst, zu viel auch Luli im Blut. Das willst du selber Jude sein, dann sind ja Hoodies verflucht. Alleine wenn du blinzelst, ist das schon ein Hurensohn-Move. Normale Abendessen sahen aus wie Jalous-Interviews. 7 Jahre Raumpfleger sein, niemals rausgehen allein. Häusliche Gewalt, 4 Finger, Frauenschläger-Style. Du wärst gern Rapper, aber hast noch nie ein Beat gefickt. Und hast du mal stabile Hits, dann höchstens in Anis Gesicht wäre. Häusliche Gewalt, 4 Finger, Frauenschläger-Style. Oh mein Gott. Du wärst gern Rapper, aber hast noch nie ein Beat gefickt und hast du mal stabile Hits, dann höchstens. Oh mein Gott. Dude, this line is so good. Ah, oh, this is so good. Dann höchstens in Anis Gesicht. Oh mein Gott. Du wärst gern Rapper, aber hast noch nie einen Beat gefickt und hast du mal stabile Hits, dann höchstens in Anis Gesicht, dude. Dude, what's he gonna say about Shireen here? Versprechen, der weiße Jaguar gefaked für Klicks. Sie hat danach das Auto nie gesehen, wie Shirin David geht. Geschichten aus dem Paulaner Garten, was für eine... Sie hat danach das Auto nie gesehen, wie Shirin David geht. Der weiße Jaguar gefaked für Klicks. Oh, what? Gleichheit, alles an den Hahn herbeigezogen wie deine Ex-Wife. Holland, Nürnberg, Italien, denn dich von Großfamilien foltern. Machst auf Superheld, doch fließt sich ganz Europa wie die Wolga. Sponge hat auch was auf dem Herzen schon seit längerer Zeit. Wir vermissen dich, Gary, komm heim. Ja. Es geht nix weiter als ein bellender Kläffer. Du hast nur Balls im Netz wie Allison Becker. Du trittst niemals zum Kampf an, weder mit Farid noch mit Klick. Du kannst nur vor die Kamera treten wie bei Tornado Keks. Allison Becker. Oh. Okay. Brasilianischer Fußball-Torwart. In seinem Tornetz Bälle lenden, wenn sein Team ein Gegentor kassiert, hat Moist laut zum Thema Internet Eier. Okay, so apparently this goalie let a lot of nets, a lot of balls in the net. That's good. Du triffst niemals zum Kampf an, weder mit Farid noch mit what? Click? Du kannst nur vor die Kamera treten wie bei Tornado Kicks. Yeah, oh my god, yeah, always with this kick, right? This was his thing. Jeder weiß, dass du Hund dich nicht traust im Käfig. Deshalb bist du in Italien untergetaucht wie Venedig. Mach dein Statement, du Schwanz. Du willst mich in meiner Stadt finden, doch das wird nicht stattfinden. Mayweather-Kampf, weil du nur Ansagen drehst. Beleidigst deine Kids, wenn du vor Kamera gehst. Du selbsternannter Prophet. Deine Kinder. Da kann man noch nicht einmal hinterstehen als Ex-Muslim. Dude, how this beat has just continuously evolved. We got strings now. It was like a keyboard.
Now we got strings. Nur vor die Kamera treten wie bei Tornado Keks. Jeder weiß, dass du Hund dich nicht traust im Käfig. Deshalb bist du in Italien untergetaucht wie Venedig. Mach dein Statement, du Schwanz. Du willst mich in meiner Stadt finden, doch das wird nicht stattfinden. Mayweather Kampf. Weil du nur Ansagen drehst. Beleidigst deine Kids, wenn du vor Kamera gehst. Du selbsternannter Prophet. Deine Kinder. Da kann man noch nicht einmal hinterstehen. Als Ex-Muslim, ungepflegter Penner mit Fingernägeln wie Catwoman. So that's the second time he said something about his nails. What's up with his nails? Are they just like notoriously gross or long? Dude, that's hilarious. Dude, imagine one of your disses, man, coming your way. You're being compared to Catwoman. And not only that, he not only insulted his hygiene, but his religious devotion, calling him an Ex-Muslim, dann kann noch nicht einmal hinterstehen als Ex-Muslim, ungepflegter Penner mit Fingernägeln wie Catwoman. That's so good. That's so good. Dumm und verwirrt. Du wirkst in den Statements dumm und verwirrt. Let's hear the rest of this. I'll just leave the lyrics up so I don't keep having to flip, if you guys are alright with that. Oh, I just skipped by accident, didn't I? Shit, where were we right here? Wir beten, deine Schulden von dem Umsatz abzuziehen. Hamburger Hotel, wo stabile Jungs riskieren. Du bist am Scheiße labern. Du warst nie in U-Haft, nur eine Stunde Polizeigewahrsam. Du warst im Unrecht, doch sie hatten für... Zwei LKWs, paar hundert Cash, Hauptsache Promo funktioniert. Nur mit dir abzuziehen, Handy aus. Es gibt kein Kiosk und kein Burgerladen. Dafür wird man irgendwann eine Kuh. Geld für Unterhalt geliehen. Sie gebeten, deine Schulden von dem Umsatzkeit gezählt. Bleib besser YouTuber. Hinter deinem Bitch muss den noch nicht mal deine Blutsbrüder jagen. Prime und dein Hype vor. Abgespackt, du Kellerkeck. 36 ist dein Instagram-Account. Die Illuminaten-Hacker. Klar, dass ihr das Auto nie gesehen. Wie Schiri tritt's niemals zum Kampf an. Weder mit Farid. Sorry guys, just trying to find a spot. Ansagen drehst, beleidigst deine Kids, wenn du vor Kamera gehst. Du selbsternannter Prophet, deine Kinder. Da kann man noch nicht einmal hinterstehen. Als Ex-Muslim, ungepflegter Penner mit Fingernägeln wie Catwoman. Du wirkst in den Statements dumm und verwirrt. Hast den Islam verlassen und bist dann zum Hund konvertiert. Du kannst meinen Schwanz blasen, nichts als Ansagen von einem Angsthase. Jeder weiß im Real Life, dass du Pisser nie deinen Mund aufkriegst. Steht vor dir, musst du zittern wie beim Clubauftritt. Verrückter Professor, die Ehrenanstalt ist die Endstation. Wissen das schon Deutschraps Garfield mit Tourette-Syndrom. Deutschraps Garfield mit Tourette-Syndrom? Garfield? Like the cat? Or is it something else? Deutschraps Garfield mit Tourette-Syndrom. Say pisse nie dein Mund aufkriegst. A lot of censoring. What is this censoring going on here? Du armseliger Bettler bis am Bader ziehen. Bruder, spende für nach Luli Geld bei PayPal nie. Oh my god, that voice is so good, huh? That impersonation is so spot on. Such a good moist voice. Musst du zittern wie beim Clubauftritt. Verrückter Professor, die Ehrenanstalt ist die Endstation. Wissen das schon jetzt? Deutschraps Garfield mit Tourette-Syndrom. Du armseliger Bettler bis am Bader ziehen. Bruder, spende für nach Luli Geld bei PayPal nie. Du hast auf dieser Dunja keine Aufenthaltsgenehmigung. Bist keiner von den Wölfen, deine Nationalität ist Hund. Du hast... Wow, look at this rhyming, man. That's so good. Aufenthaltsgenehmigung. Bist keiner von den Wölfen, deine Nationalität ist Hund. Your nationality is Hund. Oh, that's payback for Usher there. Nice. Den Islam ist braucht für Hetze nie zu Gott gebetet. 400 Euro Basis, Hodja predigt. Ich lass dich Opfer reden. Du willst mein Sohn mit 18 ausnocken. Bruder, er wird deine Tochter daten. Du musst dich ducken vor Konterschlägen im Koffer. AKs, Folterszenen im Keller. Ich cockschelle dich mit Monsterpenis. Es gibt kein Okta. Du musst dich ducken vor Konterschlägen im Koffer. AKs, Folterszenen im Keller. Ich cockschelle dich mit Monsterpenis. Oh, Rolex oder Cockchiller, Keller oder Cockchiller. Nice. Nicer Scheiß. Ausgepackt wie der Weihnachtsmann. Where do we go? Why does this send me to the top? Here we go. Käfig. Es gibt im Kopf Macheten. Ich komm mit Rockern zur Schlägerei wie Javonta Davis. Du Streuner stinkst nach Kanalisation.
Deutschlands ungepflegtester Talahon. Sitzt wie ein Penner auf dem Boden in der Bahnstation. Doch du müsstest eigentlich nicht betteln, du bist Farids Sohn. Schuhe auf dein Kopf, wir sind die Nummer 1, du kleiner Nutten, alle sollen in deine Mutter rein. Du bellender Schwanz, Wetterwamm, willst du Messer fangen? Du wirst im Kofferraum Paket gemacht, Express versandt. Dich jagen keine. Dude, nice, really cool, really cool couple of lines, just how the beat kind of got real cinematic there with the drums. He's such a good dude. Who has had the best disses in German rap? I feel like Sonny's got to be in there, especially when he was going back and forth with Kollega back in those were good, man. That was like 2016. We had Hurensohn Holocaust. PA Sports, that's another one. PA Sports has had some pretty brutal disses. Kool Savas, obviously, back in the day. He's chilled down. He's chilled out a bit. But I feel like Sonny's got to be up there for the crown for like the Deutschrap Disser Nummer 1, man. It's pretty relentless, man. I mean, this is like line after line after line after line. Yeah, he must have the best. He must. I mean, these are so... it's so good. Du Streuner stinkst nach Kanalisation. Deutschlands ungepflegtester Talahon. Sitzt wie ein Penner auf dem Boden in der Bahnstation. Doch du müsstest eigentlich nicht betteln, du bist Farids Sohn. Schuhe auf dein Kopf, wir sind die Nummer 1, du kleiner Nutten, alle sollen in deine Mutter rein. Du bellender Schwanz, Wetterwamm, willst du Messer fangen? Du wirst im Kofferraum Paket gemacht, Express versandt. Dich jagen keine Entertainer, dich jagen NRWler, Brada, aber niemand hasst dich mehr als deine Englischlehrer. Einmal die Woche duschen, Jump von Tag. Wait, what? Brada, aber niemand hasst dich mehr als deine... Well, that's so good. Oh my god, dude. Dude, that's so funny. Oh, dude. Oh. Nobody hates you more than your English teacher, dude. Dude, that's so funny. Oh, man, I've never heard him speak English. Is it so bad? Oh, I gotta look that up after this. Oh my god, that's so good. That's like my favorite one so far. That's so good. Nice, Junkie D. Ruffy. Du bist der geborene Eisverkäufer, denn du hast einen an der Waffel. Nicht nur nach Messerattacke, ne gespaltene Persönlichkeit. Psychologisches Gutachten, unheilbare Hurensöhnlichkeit. Obdachloser Schamane, bist beim Meditieren eingeschlafen. Boah, das sieht bei mich an der Palette. Und dann auf... What did he say? Dude, that English layer line and then the voice impressions are so funny. They're so funny. Psychologisches Gutachten, unheilbare Hurensöhnlichkeit, obdachloser Schamane, bist beim Meditieren eingeschlafen. Und dann aufge... Boah, das sieht bei mir an der Appellant. Oh, that's so good. Walla, Bruder, sieht bei mir an der Appellant. Wähler, Brada, aber niemand hasst dich mehr als deine Englischlehrer. Einmal die Woche... I went too far back, but it was nice to hear that line again. What is he saying here? Shadow kann Hände sich... Einkaufszentrum und Zentrum Düsseldorf. Mois kundigt auf Instagram an, dass er am Mai in diesem Eisdealer eröffnet. Okay, so he opened a jewelry store. Vor dieser Zeit schon kein Geld mehr hatte. Okay. Ah, God, it's so much. Hurensöhnlichkeit, obdachloser Schamane, bist beim Meditieren eingeschlafen. Boah, das sieht bei mich an der Palette. Und dann noch yeah. Auf dem Streifenwagen. Links aus Filzen, raus im Pappkarton. Hey, Jibbits, Buch für die nächste Astralreise. Bitte im One-Way-Ticket. Pilze in Kombination mit Testo spritzen. Da hilft kein Therapeut, du brauchst einen guten Exorzisten. Schizophrener Irrer, wer soll dich noch vor dem Feuer retten? Ey, yo, Mois, vielleicht kannst du das mal mit Zeus besprechen. Aus dir spricht der Teufel oder... Don't call me Mois. That's funny. Kannst du damit Zeus besprechen? Pures Scham. Mois hat Gottkomplexe wie Jerusalem. Deine Nuttenmutter lutscht und schluckt deinen Basie. Was willst du machen? Deine DNA unter mein Airy. Dein Vater ist zur Hälfte blind. Unter mein Airy? What is that? Dein Vater ist zur Hälfte blind, der alte Kriegsveteran. Mois kämpft sein Vater in den tschetschenischen Kriegen und verlor dabei ein Auge.
Okay. Why is it sending me to the top every time? So. Der alte Kriegsveteran, schön und gut, was hat er nicht deiner Familie getan? Hat er keine Hobbys, wieso muss er deine Frau beschatten? Richtig creepy, sag dem guten Mann, der soll kein Auge machen. Du Kelp bist am Ab. Oh, good. Nice, real nice. Richtig creepy, sagt dem guten Mann, der soll kein Auge machen. Zum Glück muss dein Vater die Scheiße hier nur noch zur Hälfte mit ansehen. Ziemlich sick. Ah, he's rapping, holding his eye. Shit, wenn Family dein Business fickt, dein Dad hat deine Uhren verkauft, weil du nicht ganz richtig tickst. Jeder macht auf heilig besser. Ziemlich sicker Shit, wenn Family dein Business fickt, dein Dad hat deine Ohren verkauft, weil du nicht ganz richtig tickst. Nice. Wieder mal aus, yeah. Ich richtig tickt, passende. Okay, good. Yeah, okay. He's like psychologically fucked up. Ticks. Ticking like a watch. Yeah, good. Da spricht ein Gebet. Sauna-Club-Gänger sagen, dass sie Sünder begeht. Niemand ist sündenfrei, egal wie sich das Internet dreht. Am jüngsten Tag wird sich zeigen, wer vom Richter besteht. Laberst dubioses Zeug, komm nach Lulisburg betäubt. Aber eine Frage, wieso reimt sich Hurensohn auf Mann? Nice, du nice. Dein Wort hat Untergewicht. Ist deine Tochter deine Schwester, hast du Mutter gefickt. Nice, dude. The closing was really good. Flow, rhyme, references. Oh man, that's so good. How many times has he done that? He did that with Kollega back in the day, right? He said, Reimfehler, wieso reimt sich Kollega aus Reimfehler? And then Kollega said, wieso reimt sich Hurensohn auf, what do you say? So reimt sich Hurensohn auf, he's done that so many times, I'm blanking. I feel like he said that a couple times. I know Kollega said it in Legacy. He said it in Apocalyptic Infinity, I feel like. It's so good. Okay, they could just tell the references here. Probably. Okay, yeah. Apocalyptic Infinity Payback. He said that. John Weber. Okay, is that the origin? Apocalyptic Endgame. Oh, that's the one, yeah. Okay, Nuttensohn of Influencer. Yeah, that's the one I was thinking of. One of the more recent ones. Nice. Yeah, version in deinem Kollege this here. Du bist ein Volltäter, kein Kronträger, doch eine Frage, wieso reimt sich Kollege auf Flowfehler? Die Scheiße hier nur noch zur Hälfte mit ansehen. Ziemlich sicker Shit, wenn Family dein Business fickt. Frage, wieso reimt sich Hurensohn auf Mäus? Du Lügenbaron, dein Wort hat Untergewicht. Ist deine Tochter deine Schwester, hast du Mutter gefickt? Nice, du Lügenbaron. That's like probably the only thing I get. Because he used to call himself der Baron. Right, Mäus? Sonny und der Baron. Der homoerotisch. Ist deine Tochter deine Schwester, hast du Mutter? What? Ist deine Tochter deine Schwester? Dude, that's just fucking weird. Ooh. Yeah. Boss and the Baron. Yeah, Boss and the Baron. These are gonna get good, man. I feel like these last two are gonna be so good. Geständnis, huh? Und hier nochmal für jeden, der die Wahrheit nicht kennt. Ich hab gelogen. October 10th. What is this? Dude,
Dude, every time I click on a thing and exit out, it takes me back to Monster Penis. In dem Statement war von Panik gelenkt. Doch dieser Bastard hat sie selbst in meine Arme gedrängt. Anis ging Alim nicht fremd, sie waren islamisch getrennt. 2023, 10. Oktober. Zu Hause wartet ein benebelter Kokser, sie will die Trennung. Er behandelt seine Frau wie Besitz. Schlägt sie mit Faust ins Gesicht, vor den Augen der Kids. Er schloss die Tür ab, nahm die Handys weg, dass niemand Polizei. So he's narrating. I'm gonna close that down for a little bit. He lied about his first kid. Oh, so he said, so his first kid, he was saying that was his sister. Oh, and that's why he's calling him a mother. Eine Mutterficker. Dude, the Moist situation is crazy, dude. Like, that's gonna be the title of this video when I post it. This Moist situation is crazy. It's like all YouTubers do now, right? The blah 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 situation is crazy. Traurig wie der Köter immer wieder auf sie einschlug. Haare rausgerissen, liest die Chatverläufe, wollte selber, dass wir schreiben. Wir waren niemals beste Freunde, Ehrenloser. Während er fast wieder einen Mord in seinem Bar begeht, spricht er die Scheidung aus, die Hand auf den Koran gelegt. Das alles kann ein Mitglied der Familie bezeugen. Die Kinder schreien und er schlägt wieder auf ihren Kiefer mit Fäusten. Die Arme hielt es nicht mehr aus, als er sie blutig niederschlug. He's still got it, dude. His flow is still... His flow is still really nice. He sounds so good. Das Messer aus Verzweiflung, noch ein Suizidversuch. Endlich klingelt's an der Tür, draußen warten Polizeibeamte. Er versuchte wegzulaufen wie eine feige Ratte. Näherungsverbot 10 Tage. Leben unter Strom 7. Damn. Näherungsverbot 10 Tage. Is that true? That's what he said in the first part, how he left the wife alone without food and anything during her pregnancy and beat her. That is crazy, dude. That is so insane. That is so insane. Jahre, sie flieht in dieser Nacht zur Cousine in die Stadt und wir blieben in Kontakt, weil sie niemanden mehr hat. Erstes Meeting Greet im November. Erstes Mal verliebt im Dezember. Fest zusammengekommen im Januar. Ich gestehe nur aus Angst vor Gott vor der Kamera. Ich hab für sie gelogen, die ganze Welt hat gezweifelt. Doch sie hat jetzt den Mut gefasst und ihren Eltern gebeichtet. Sie war von Angst erfressen, sie hat gezittert seit Tag 1. Niemals die süße Lüge, immer die bittere Wahrheit. Wir durften nie zusammen sein, Muslime und Jude. Aber ich hab für diese Liebe geblutet. What? Wait a second. He does not end up with her, right? I feel like I'm watching a freaking Netflix series, dude. Do they end up together? Sonny and Anis? Anis, ich hab für dich mein Leben riskiert. Doch wenn die ganze Welt dagegen ist, ich stehe zu dir. Zurück zum Mäuschen, sag, wo bist du, Hundesohn im Recht? Stellst noch Ansprüche an sie, das finde ich ungelogen frech. Frauenschläge abschauen, deine Beine unter meine Benzräder. Wir sind keine Fremdgeher, wir sind deine Endgegner. Du warst nie mein Bruder, nur ein flüchtiger Bekannter. Fließt aus Deutschland immer noch ein flüchtiger Bekannter. Sie tat mir leid, ich... Nice. Du warst nie mein Bruder, nur ein flüchtiger Bekannter. Fließt du aus Deutschland immer noch ein flüchtiger Bekannter? Ich wollte den Schmerz in ihr kompensieren. Wir haben uns verliebt, dann ist es schwer, sich zu kontrollieren. Ist es richtig, wenn sie Videos aus Rache leaken? Auch wenn's wehtut, jetzt ist der Moment, um abzuschließen. Das geht an die Mutter meines Kindes, schöne Zeit gewesen. Bewahr den Frieden, du kannst ohne mich auch weiterleben. Das geht an mein Sohn, du warst so stramm in dem Krieg. Egal wer dich manipuliert, du weißt, dass Papa dich liebt. Ich bin stolz auf deine Reime, Flow ist böse, Habibi. Du wirst rasieren, denn meine Eier machen Löwen, Habibi. Okay, here comes the final kill. Who? San Diego's son raps? Or Moise? I can't imagine either of one of them have a son old enough to actually rap good, right? I thought they have like babies. Hey Anis, was geht? Und alles gut. Hast du gehört den letzten Teil?
Ja, er hat meinen Namen sowieso schon in den Dreck gezogen. Ich bin eh schon von allen Seiten abgestempelt. Also, let's go. Alles klar, Habibi. Ist ja sowieso alles nur Kunst. Ja, Promo, so. Okay, alles klar. Ach Mäus, ach du kleiner Hurensohn, was hast du dir dabei gedacht? Leaks Bilder von deiner Ex-Frau, leaks Bilder von meiner Mutter. Aber egal, du hast schon alles gesagt, jetzt ist eh zu spät. Guck, was ich mit dir mache, vergiss nicht, mit wem du hier fickst. Und vergiss nicht, mit wem du nicht mehr fickst. Und Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Oh shit, dude, this is gonna go... This is gonna be insane. Aber egal, du hast schon alles gesagt, jetzt ist eh zu spät. Guck, was ich mit dir mache. Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Stand in the mirror, du bist nach paar Nasenblas wie Michael Jackson in Thriller. Bring dein Ende, mein Birra. Geh mit Anis aufs Hotelzimmer nach dem Candlelight Dinner. Während du flänzt in der Villa, wird sie geleckt und gefingert. Ich hab gehört, du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis. Deine Ex hat in ihrem Bauch wegen mir Butterflies. Ich hab gehört, du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis. Dein Ex hat in ihrem Bauch wegen mir Butterflies. Oh oh. Did he really go with... No, he didn't. No, he didn't. Du Pussy, mach mit mir keinen Schwanzvergleich. Homie, you claim to be a player, but I fuck your wife. Reibst dir immer wieder unter die Nase wie Jay-Reste. Deine Perle klebt mir am Hals, Ace-Kette. Laberst rum, dass ich mit dir telefoniert hätte. Doch ich geb Potzen nur Gesicht, wenn ich an Nies lecke. Das Spendendrama war weder ihr oder mein Interesse. Stecke nur bei... Obviously, Tupac reference. From, fuck's that song called? Just tell me here. Hit him up, of course. So did he really? Did he really sleep with the ex-wife, with Anus? Bei Sex mit deiner Ex unter einer Decke. Redest von Tapes, obwohl dein Schwanz nicht mehr steht. Während du drohst, eins rauszuhauen, haben wir 20 gedreht. Du willst Gesichter leaken oder exposen. Dafür lass ich in mein Beat wow. Deine Ex posen. Ich krieg von ihr in der Hotel-Lounge ein Striptease. Du nennst Anissa heute Ex-Frau wie Misty. Schlechter Sex. Wow, dude. Dude. Damn. Dude. I don't know what to say anymore. Deine Perle klebt mir am Hals. Ace-Kette. Labers rum, dass ich mit dir telefoniert hätte. Ich gebe Fotze nur Gesicht, wenn ich... Ah, that's good. I missed that one. Wenn ich gebe Fotze nur Gesicht. Dude, that's so good. Labers rum, dass ich mit dir telefoniert hätte. So he's saying like, ich rede nicht mit Fotzen. I would never talk to you. The only time I have Fotzen Gesicht is when ich Anus lecke. So good, dude. Oh, dude, this is crazy. This beef is nuts. This is out of control, huh? Obwohl dein Schwanz nicht mal steht. Whoa, dude. No, wait a second. Ex, okay, stecke nur beim Sex mit deiner Ex unter eine Decke. Redest von Tapes, obwohl dein Schwanz nicht mal steht. Während du drohst, eins rauszuhauen, haben wir 20 gedreht. Du willst Gesichter legen oder exposen. Davor lasse ich in meinem Video deine Ex posen. From Glock Talk. Asha. Again, referencing Asha referencing Mois from Glock Talk and Markus Ruhl. In Deutschrap alles Exposer wie Markus whatever. Markus Ruhl. In der Hotel-Lounge ein Striptease. Du nennst Anissa heute Ex-Frau wie Misty. Schlechter Sex, doch du hast dich als Ex-Frau wie Misty. X-Men. Ex-Frau. Nice. Nice, das Scheiß. Schlechter Sex, doch du hast dich als
Ficker gehypt. Nice. Ficker gehypt und dein Körpergeruch eine Mischung aus Pisse und Schweiß. Sie wollt dem Kokser nicht mehr geben. Denn deine Unterhose stinkt noch ekliger als Dosenfisch aus Schweden. Du willst deine Eier vor ganz Deutschland beweisen. Doch ich hab Anis gefragt und sie sagt, Mäus hat einen kleinen. Ah, sie wird bei mir allein nach ein paar Worten feucht. Sie ist nie gekommen, Bruder, sie hat bei dir vorgetäuscht. What, he said about Dosenfisch aus Schweden? Denn deine Unterhosen stinkt noch ekliger als Dosenfisch aus Schweden. Du willst deine Eier vor ganz Deutschland beweisen, doch ich habe Anis gefragt und sie sagt, Mäus hat einen kleinen. Oh no. No, Mäus hat einen kleinen. Sie lag wie ein Seestern, bei mir springt sie wie ein Känguru. Erst nehme ich sie von hinten, danach steche ich ihr ein Gang-Tattoo. Fick deine Baby-Mama, sie steht auf Fingerspielchen. Nehmen sie auf dem Küchentisch, bei mir bekommt sie Princess Treatment. Sie lebt Reiterstellung, ride in my pony, switch in positions. Baby dreht sich wie der Zeiger, oh my God. Wenn sie zum Train, sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen. Sie flüstert mir ins Ohr, sie wird dich immer wieder verlassen. Der schnellste Abspritzer Deutschlands, gib ihr eine Stunde auf easy. Sie wird so laut, wenn ich drücke, gib Kiki im Lamborghini. Du hast nie länger als 10 Sekunden eine Mami gedippt. Noch einmal reinstecken. Oh my God, dude, I can't believe he's murdering him like this. Did he just say anesthesiologist? Nach einmal reinstecken, abgespritzt wie eine Anist. Oh mein Gott, dude. Das ist das Staffelfinale. Guck mit dir Netflix in Chowkni. Mach sie zum Nympho. Dritte Runde, 69er Posi. Sie macht einen Wasserfall auf mir. Ich kann gar nichts dafür. Do not disturb. Schließ die Schlafzimmertür. Du bist meine Sucht. Ich kann nicht ohne dich, guck wie die Psychose kickt. Ecstasy und Shore Trip. Du ziehst Hosen von Anis an, riechst an ihren Tangas beim Baden. Statt die Klamotten deiner Ex solltest du Zwangsjacke tragen. Oh Medusa, oh mein Baby, eine Kugel in der Hood ohne dich, ja. Er hat sich verlaufen, dieser wandernde Hobbit. Fick ich deine Ex-Frau oder jemand anderen doppelt? What? Wait, okay. Fick ich deine Ex-Frau oder jemand andere doppelt? Sieht du von mal von Mäus? Okay. Yeah, du bist meine Sucht. Yeah, I kind of remember that. Talking about her, right? Mäus Anis, Chris Bobbitt. Fick ich deine Ex-Frau oder jemand anderen doppelt? Mäus Anis, Chris Brown, Rihanna. Sexueller Missbrauch im Keller. Rückbank in meinem weißen Mercedes mindestens dreimal täglich. Und das Beste daran ist, der Sex ist einvernehmlich. Du bist ein Fitnessstifter, bringst Leute hinter Gitter. Was hab ich mitbekommen? Mäus ist ein Kinderficker. Was war nach erster Ehe? Habibi, Zwinker, Zwinker. Man hat ein schlechtes Bild von dir, da hilft kein Insta-Filter. Sunny, dein Abi. Schatz in dein Body. Nimm deine Frau und deine Mutter. Überlasse ich Farid und jetzt spark ab auf den. Oh my God, dude. That's so good. Schatz in deinen Body. Nimm deine Frau und deine Mutter. Überlass ich Farid. Und jetzt spack ab auf den Diss, du kranker Narzisst. Du kranker Narzisst. Deine Mama gefickt. Zug in Sinn, son of a bitch. Ich will auch gern Bilder von ihrem fetten Körper leaken. Doch bei der Dateigröße müsste ich einen eigenen Server mieten. Weil man auf normaler Cam den Körper nicht sieht. Im Vollformat bräuchte man den Google Earth-Satellit. Zweier Mama Prostitutka, du verwöhnter Peach. Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz so wie ein Dönerspieß. Laufen mit Krücken. No, dude. Okay, maybe top three lines here. Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz so wie Dönerspieß. Dude. Weil man auf normaler Kam den Körper nicht sieht, okay? Talking about his mom. Für ein Vollformatbild bräuchte man den Google Earth Satellit.
So good, man. Dude is so good. We can't get a picture though? Like, come on. Dude, someone put the the fucking field of view. It's like so unnecessary. That's hilarious. Dude, genius annotators are so funny. The way that they write, the voice in which they speak. Dude. Die Dicke dreht sich auf meinen Schwanz so wie ein dünner Spieß. Dude, you can't say those things. Oh, it's so good. Prostitutka, du verwöhnter Peach. Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz so wie ein Dönerspieß. Laufen mit Krückstock, wegen Plauze wie Rick Ross. Geht mit High Heels nach draußen und kommt nach Hause mit Flipflops. Der Dog bringt schlechte... Geht mit High Heels nach draußen und kommt nach Hause mit Flipflops. Ist das die Hierarchie bei ihrem Gewicht zu Flipflops? Wenn, okay, she's too fat. Dude, these are so good. That is so true, dude. Let's hear that again. Oh, that's so good. Nachrichten ins Krankenhauszimmer. Ihr Cholesterinspiegel, Elefant in the Mirror. Ich folter deine Hurenmutter im Keller. Die sieht auch den Spiegel, Elefant in Flipflops. Der Dog Krückstock wegen Plauze wie Rick Ross. Geht mit High Heels nach draußen und kommt nach Hause mit Flipflops. Der Dog bringt schlechte Nachrichten ins Krankenhauszimmer. Ihr Cholesterinspiegel, Elefant in the Mirror. Elefant in the Mirror. Ich folter deine Hurenmutter im Keller. Die sieht aus wie Relaxo unter Blutgruppe Nutella. Sie What? Im Keller? It's Relaxo. Who's Relaxo? Oh, you call him Relaxo? We say Snorlax. In English, he's called Snorlax. And the blood type is Nutella. Ist der Grund, warum die Restaurants immer minus gehen? Ihr Fahndungsfoto hängt vor jedem All-You-Can-Eat-Buffet. Raupe nimmer satt, diese Hurentochter hat Fressflash. Noch ne Grillplatte, es gibt ihr die Drop. Yes, yes. Der Metzger muss sie wieder aus dem Stall lassen, denn das fette Schwein kann man nicht halal schlachten. Sie hat nen Elefantenarsch, die Junkie-Braut, Schultern wie ein Türsteher, Mama war der Mann im Haus. Sie ist ausgeleiert, wir waren locker mit 10 Mann drin, ihre Fotze sieht aus wie das Monster von Stranger Things. Wieso nennt... Ja, Fotze... Oh no, dude. The German Rap Beefs and Diss Tracks differ compared to the US scene? Oh, good question. I mean, like... I'm pretty familiar with, you know, I'm probably familiar with the same beefs you guys are, you know. How do I see it? Because I'm thinking about, like, recently, you know, the Drake and the Kendrick one. And, you know, you had Eminem and MGK, and then you had... was before that? Drake and Meek Mill. That was a good one. They don't differ so much. If I'm being honest, like these seem this one especially. They from the ones that I've heard from Sonny are the closest. It's like if you're like compared to like the hardest hitting ones are like Eminem because they get real personal. He dissed Mariah Carey. I don't know if you guys ever heard that one. In Nick Cannon. I feel like this got a little more personal, if I'm being honest. I'm trying to think like some lines that are personal. Like these are really descriptive, you know? I can't recall ever like someone's mom being brought into it either. It's also like that's like a line you don't cross, and he obviously doesn't care. Which is, I mean, I love it. I mean, it's all like, I feel like German rap, they're dirtier, they're meaner, they're more personal, and there are no lines, like, there's nothing that's off limits, there's no code, there's no, you know,
I think they're way more hardcore, if I'm being honest. I would say German rap beefs are a little more brutal. That's what I think. I mean, this is crazy, dude. I mean, he's literally describing the mushy von the mushy von Mois Mutter as a Stranger Things monster. Like, what the fuck is that, dude? I've never heard anything like that. Describing the genitalia of the mom who you're dissing. Like, that's crazy. Schlachten, sie hat nen Elefantenarsch, die Junkie Braut, Schultern wie ein Türsteher, Mama war der Mann im Haus. Sie ist ausgeleiert, wir waren locker mit 10 Mann drin. Ihre Fotze sieht aus wie das Monster von Stranger Things. Wieso nennst du dein Label Ziegenstall Records? Weil die unzuchttreibende Kachbar mit 4 Beinen Sex hat. Werd deinem Mann prostituieren. Einmal Nutte, immer Nutte, da muss ich den Farid korrigieren. Knall die Gilf hart weg. Selbst nach dem Tod bleibt sie ne Hure und lutscht Schwänze in der Hölle, so wie Lil Nas X. Knall die Gilf hart weg, selbst nach dem Tod bleibt sie eine Hure und Lutschschwanz in der Hülle. Oh my god, she's even in hell gonna, like Lil Nas X, cause, Lil Nas X, yeah, okay, yeah, Lil Nas X with his satanic worshipping, dude. Du musst mehr bei diesem Track wegstecken als deine Mama Luisa bei einer Gangbang-Session. Du Bastard, ich werd in ihr Loch abspritzen. Ich schwänger deine Mutter und dann lass ich den Hurensohn deine Tochter ficken. Spuck auf euch, was für ein Inzest gesorgt. Deine Sippe sind Kinderdiebe wie in City of God. Ich drück ab und lass die Leiche deiner Mutter in den Arsch ficken. Und danach darf Pixie auf ihr Grab pissen. Darf Pixie auf ihr Grab pissen? What does that mean? Danach darf Pixie auf ihr Grab pissen. Dir ist nichts mehr geblieben, außer dein Weed Baggy. Sunny Diego, auch bekannt als neuer Stiefdaddy. Wir schlagen dich behindert mit Mafia Gang. Doch was noch mehr wehtut ist, wenn deine Kinder mich Papa nennen. Oh man, and then he saves the probably the most personal, hard-hitting line for the end. Saying that you're, like, how else can I hurt you? It's just like, your kids are gonna call me daddy because I'm with your wife now. That's really hard, man. I mean, this, like... What is the point of a diss, right? To, like, to break somebody's, like, will to... like, say anything bad. I mean, he's, like, destroyed every aspect of his... first with his character, with his, you know, with the way he's lied... the way that he's, you know, been domestically violent against his wife, ex-wife. And then, you know, the way that he's betrayed everybody. Oh, Pixie. Oh. Shit. Okay. But. And then he's saying, I'm going to take your wife. And if that's not enough, I'm going to take your kids, man. And then what's left? He took San Diego single-handedly, took Moise's honor and family and income, arguably, because there's no chance here. There's no coming back from this. Oh, Pixie is the dog. That interchangeable, apparently. Ex-wife, dog, Yakovy Hosa. Dude, that was brutal. That was so brutal. I really didn't understand the beginning, like the allegations, you know, like with the, like the domestic violence stuff, but obviously these last two tracks, dude, holy shit, man.